Die westliche Ernährung belastet die Darmflora. Und das kann zu einem Reizdarmsyndrom führen. Wie du den Lebensmitteln, die dir schaden, auf die Schliche kommst, das verrät dir Dr. Riedel. Herzlich willkommen bei den Food News von Eat Smarter. Heute geht es um das Thema Reizdarm, denn immer mehr Leute scheinen Probleme mit ihrer Verdauung zu haben. Schnell wird da eine Diagnose in den Raum geworfen, und zwar Reizdarmsyndrom. Aber was genau ist das eigentlich? Die Antwort hat Herr Riedel für euch. Reizdarmbeschwerden sind auf dem Vormarsch. Schon über ein Viertel der Bevölkerung leiden darunter. Durchfall, Blähungen, Schmerzen. Aus den Symptomen heraus kann man noch nicht ableiten, welche Diagnose dahinter steckt. Zuerst müssen schwerwiegende Erkrankungen ausgeschlossen werden, wie Krebs oder Entzündungen, aber auch eine Unverträglichkeit gegenüber Nahrungsmitteln oder Allergien. Wenn die Ausschlussdiagnostik ergeben hat, dass kein greifbarer Befund vorliegt, dann sprechen wir von einem Reizdarmsyndrom. Das muss dann allerdings einige Wochen oder Monate bestanden haben. Auslöser für diesen empfindlichen Darm können natürlich auch besondere Stresssituationen sein, Veränderungen der Darmflora oder andere Störungen. In den letzten Jahren scheint das Reizdarmsyndrom immer mehr Leute zu betreffen. Woran kann das eigentlich liegen? Die westliche Ernährung belastet die Darmflora. Wir stellen fest, dass schon 25% der Bevölkerung in der westlichen Welt eine drastische Verarmung der Keimvielfalt in der Darmflora hat. Normal sind 1000 verschiedene Arten. Reduzierungen auf 500 verschiedene Arten gehen mit Darmbeschwerden einher und mehr Krankheiten. Gründe dafür sind, wenn Kinder beispielsweise per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, dann sind sie nicht mit den geeigneten Keimen von der Mutter beimpft, aber auch ein früher Antibiotikakonsum und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, eine ballaststoffarme Ernährung. Eine ballaststoffarme Ernährung führt dazu, dass den Keimen im Darm die Nahrung entzogen wird und deshalb das Keimverhältnis sich verschiebt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Ballaststoffe in unserer Ernährung überrepräsentieren. Und es verwundert jetzt auch wirklich niemanden, dass 90% der Bevölkerung einen drastischen Ballaststoffmangel in der Ernährung haben. Und mit Ballaststoffmangel werden eine ganze Reihe von Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Letztlich das gesamte Spektrum der Zivilisationskrankheiten und natürlich auch die Reizdarmsymptomatik. Die westliche Ernährung scheint auf jeden Fall ein Riesenfaktor zu sein, wenn es um das Reizdarmsyndrom geht. Aber das Schwierige an dem Syndrom ist ja gerade, dass es nicht spezifisch auf ein paar Lebensmittel runterzubrechen ist. Wie erkenne ich denn am besten, welche Lebensmittel mir schaden? Wenn man herausbekommen will, welche Nahrungsmittel beim Reizdarmsyndrom nicht vertragen werden, eignet sich die Technik des Ernährungstagebuchs. Im Ernährungstagebuch schreibt man auf, wann Beschwerden bestehen und was man da gegessen hat. Man kann später versuchen, diese Nahrungsmittel, die immer wieder in Zusammenhang sind mit Beschwerden, wegzulassen. Wir nennen das dann eine Eliminationsdiät. Ein Tagebuch kann also ein erster guter Schritt sein, die Lebensmittel rauszufinden, die mir nicht gut tun. Aber was passiert, wenn ich da nicht direkt Zusammenhänge sehe, beziehungsweise meine Beschwerden nicht besser werden? Gibt es noch eine andere Ernährungsweise, die sich bewährt hat? Beim Reizdarmsyndrom sollten besonders solche Nahrungsmittel weggelassen werden, die schon bekannt dafür sind, dass sie Bauchbeschwerden machen. Kohl beispielsweise oder Hülsenfrüchte, aber auch scharfe Gewürze. Wenn das keine Linderung bringt, dann werden die Nahrungsmittel nach der FODMAP-Diät getestet. FODMAP-Diät ist vor wenigen Jahren in Australien entwickelt worden und sie dient dazu, bestimmte Zuckerarten in unserer Ernährung auszutesten und die Nahrungsmittel zu identifizieren, die in dem besonderen Fall unverträglich sind. Dadurch kann später eine bessere Verträglichkeit auch von Nahrungsmitteln erzielt werden. Dass Lebensmittel einen riesengroßen Einfluss haben, das haben wir ja bereits geklärt. Ganz nach dem Motto, du bist, was du isst. Aber wie sieht es denn mit anderen Faktoren aus? Also nach dem Motto, du bist, wie du isst. Haben andere Faktoren auch einen Einfluss auf den Reizdarm? Stress macht dem Darm große Probleme, weil arbeiten kann er nur, wenn wir in Ruhe sind. Stress führt zur Lähmung der Darmtätigkeit. Der Darm wird also träge. Und wenn er eigentlich verdauen soll, dann ist er nicht in der Lage, seine
üblichen Bewegungen durchzuführen. Und das kann Schmerzen machen, Durchfall, aber auch Blähungen. Aber auch noch ein anderer Aspekt ist dabei wichtig. Achtsames Essen. Wer sein Essen nicht richtig kaut, der schluckt große Bissen herunter, die dann im wahrsten Sinne des Wortes schwer im Magen und im Darm liegen. Richtiges Kauen besteht darin, dass man 20, 30 Mal seinen Bissen durchkaut. Und das passiert in der Hektik des Alltags, am Zwischendurchessen oder beim Mittagstisch mal so in der Mittagspause leider nicht genug. Reden und hektisches Runterschlucken führt dann mitunter dazu, dass wir bis zu 2 Liter Luft verschlucken. Und die sammelt sich dann im Darm an, als Blähungen. Deshalb achtsam essen und eine darmgesunde Ernährung bevorzugen. Das fördert ein Wohlgefühl im Bauch und verhindert Reizdarmbeschwerden. Die richtige Ernährung und weniger Stress. Das klingt auf jeden Fall nach 2 Faktoren, die sich gut umsetzen lassen. Habe ich denn, wenn ich das bereits beachte, eine Chance, den Reizdarm zu heilen? Leider kann die Ernährungstherapie keine Heilung bei Reizdarm versprechen. Aber in den meisten Fällen sind deutliche Linderungen möglich und vielfach können die Beschwerden sogar abgestellt werden. Ihr merkt, das Thema Reizdarm ist ein vielschichtiges Problem. Deswegen reicht auch ein Video gar nicht aus, um euch alle wichtigen Informationen zu dem Thema zu geben. Aus diesem Grund haben wir einen 2. Teil für euch gedreht. Was euch da erwartet, seht ihr in diesem kleinen, ich sag immer klein. Also, ja, so klein. Ja, so klein hier. Hier ist ein kleiner Ausblick, was euch da erwartet. Hier ein paar einfache Tipps, wie ich den Reizdarm entlasten kann. In der Welt wird Milchzucker eigentlich nicht vertragen. Na, neugierig geworden? Dann abonniere am besten unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dann bekommst du als Erster die Benachrichtigung, wann das Video online geht. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Und was uns natürlich auch interessiert, bist du vielleicht auch von Reizdarm betroffen? Dann teile doch deine Erfahrungen mit uns in den Comments. Diabetes Typ 2 ist ebenfalls eine Krankheit, die stark über die Ernährung beeinflusst wird. Wie genau, das erfährst du hier.